Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Unboxing-Video hier bei mir in meiner Technik-Ecke. Heute habe ich für euch die neuen Sennheiser Momentum True Wireless 3, also der Nachfolger der sehr erfolgreichen Momentum True Wireless 2. Der erste Kopfhörer, der bei mir fast bei genau 5 Sternen lag im Test, also wo es fast keine Abzüge gab, also minimalste Abzüge. Und immer noch einer der besten Kopfhörer am Markt, hat nun also einen Nachfolger bekommen. Und sie sehen etwas anders aus und ich bin mal gespannt, was die so können. Wir haben hier vorne noch ein paar Informationen draufstehen. Wir haben also Sennheiser Signature Sound, Adaptive Noise Cancelling, High Quality Voice Pickup, Wireless Charging und sie sind IPX4 spritzwassergeschützt. Wir sehen hier also die Kopfhörer schon mal abgebildet. Sie sehen, wie gesagt, etwas anderes aus. Das Ladecase scheint mir genauso auszusehen wie vorher. Ansonsten eine normale Verpackung, nichts Besonderes. Schön ist, dass wir APTX von Qualcomm haben, allerdings kein APTX HD. Wir machen das Ganze mal hier auf. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an, wie die Verpackung denn so aussieht. Also wir haben hier ein bisschen was zu lesen, würde ich sagen, oder so einen kleinen, kleine Informationen, die können wir erstmal wegtun. Das ist das Ladecase, das schauen wir uns gleich an. Hier ist nochmal ein Quick Start Guide und dann haben wir hier ein USB-C, wo ist die Kamera da? USB-C auf USB-A Kabel, standardmäßig. Und was haben wir noch hier drin? Na, schauen wir mal. Ein bisschen was haben wir hier noch. Also hier ist nochmal eine Bedienungsanleitung, also eine Komplettbedienungsanleitung, nicht nur der Schnellstartguide. Und hier unten haben wir auch nochmal ein paar Informationen zur Technik. Das hole ich jetzt mal nicht raus und schaue mir stattdessen an, was hier in dieser Pappverpackung drin ist. Bisher habe ich kein Plastik gesehen und das zieht sich auch hier durch. Das heißt, auch hier kein Plastik und dieselben hochwertigen Ohrstöpsel, die wir auch schon beim Vorgänger hatten, die fand ich da schon sehr gut und die sind hier auch nochmal mitgeliefert, also ein XS, S und L. Und damit ist ziemlich klar, dass M dann verbaut sein wird. Das zur Seite und dann schauen wir uns hier nochmal an, was hier noch drin ist. Das scheint mir nämlich neu zu sein. Na, wie kriege ich das hier am besten auf? Ach so, einfach so. Genau, wir haben hier nämlich jetzt so Silikon-Innenohrbügel oder so leichte Innenohrbügel, so In-Ear-Tips nenne ich sie mal. Einmal hier ohne Bügel und dann hier einen ganz leichten Bügel oben drauf. Ich bin mal gespannt, ob da auch schon was verbaut ist. Also hier sind auf jeden Fall nochmal zwei Größen dabei. Und dann schauen wir uns mal das Ladecase an. Es ist optisch sehr ähnlich wie beim Vorgänger, allerdings muss ich gleich sagen, oder das kann ich gleich sagen, ist etwas eckiger geworden, also nicht mehr so lang gezogen, sondern eher ein bisschen von der Breite her ein bisschen weniger geworden. Ansonsten fühlt sich das sehr schön an. Ich finde diese Stoffhaptik eigentlich ganz cool. Das ist deswegen einfach mal was anderes als das, was man sonst auf dem Markt kriegt. Einmal aufgemacht. Hier innen drin ist Kunststoff, finde ich nicht ganz so schön. Und hier haben wir die beiden Ohrhörer. Und hier sehen wir schon, hier ist auch schon Silikon verbaut. Na, wo ist die Kamera da? Also hier haben wir so das Mittelding. Wir haben einmal ohne Innenohrbügel, hier mit einem ganz leichten. Und dann haben wir ja da drin nochmal welche mit ein bisschen mehr. Und dann haben wir hier auch den Silikonohrstöpsel in M verbaut. Das ist jetzt der rechte Ohrhörer. Auch hier oben sieht zwar aus wie Aluminium, ist aber Kunststoff, fühlt sich aber alles sehr wertig an. Wir haben keine scharfen Kanten. Ist relativ leicht im Vergleich zum Vorgänger, würde ich sagen. Ein bisschen leichter geworden. Das schauen wir uns dann im Test nochmal ganz genau an, ob das wirklich so ist. Aber zumindest ist das jetzt so mein erster Eindruck, der insgesamt sehr positiv ausfällt. Ich bin natürlich sehr gespannt darauf. Wir müssen hier noch den Test machen. Sie halten auch magnetisch. Und das Ladecase, auch das fällt magnetisch zu. Das ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Auch die Klappe hier, da knarzt nichts, da wackelt nichts. Sehr schön. Genau, das werden wir herausfinden, ob sie wirklich wieder so abliefern können wie der Vorgänger. Ich hoffe natürlich darauf. Die Consumer-Sparte von Sennheiser wurde ja abgegeben an einen neuen Investor oder einen neuen, ja,
neue Holding, soweit ich weiß. Ganz genau über die Geschäftsgebaren weiß ich da auch nicht Bescheid, aber auf jeden Fall hat sich da was getan. Und da ist natürlich die Frage, kann man die Qualität, kann man das, was man vorher immer so erreicht hat, mit den neuen Produkten auch wieder erreichen? Ich schaue mir das an im Testbericht und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, so heißt das. Auch über ein Abo würde ich mich freuen, dann verpasst ihr auch nicht den Testbericht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Julian aus Julians Technik-Ecke. Ciao.